Hallo ihr Lieben, heute gibt es Kreppel mit einer Raffaello-Füllung. Die sind echt sehr, sehr lecker. Ich weiß, in anderen Regionen nennen sich die Kreppel auch anders. Pfannkuchen, Berliner, Krapfen, aber es ist ein und dasselbe. Also, los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben stehen natürlich wie immer unten in der Infobox. Für den Hefeteig brauchen wir Mehl. Wir brauchen lauwarme Milch, bitte nicht heiße Milch. Außerdem Eigelbe. Hier habe ich Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz. Achso, und wir brauchen noch zerlassene Butter und frische Hefe. Die lauwarme Milch kommt jetzt in eine große Rührschüssel. Die Hefe wird hineingebröselt. So ein bisschen vom Zucker kommt noch rein, vielleicht so ein Esslöffel. Das Ganze wird verrührt, bis die Hefe geschmolzen ist und circa 5 bis 10 Minuten sollte das Ganze stehen, bis die Hefe anfängt zu schäumen. Bis auf das Mehl kommen jetzt alle anderen Zutaten hinein und werden vermischt. Jetzt ist das Mehl an der Reihe und dieses wird nach und nach eingerührt. Am besten erstmal mit einem Löffel, damit euch gleich nicht so viel an der Hand kleben bleibt. Und wenn der Teig kompakter wird, könnt ihr mit den Händen weiter kneten, circa 5 bis 6 Minuten lang. Natürlich könnt ihr auch eine Küchenmaschine verwenden. Der Teig sollte geschmeidig und glatt sein und er sollte auch nicht kleben. Dieser wird dann zu einer Kugel geformt, zurück in die Schüssel gelegt, abgedeckt und für ca. 45 bis 60 Minuten gehen gelassen. Der Teig kommt dann aus der Schüssel und wird auf einer Arbeitsplatte ca. 2 cm dick ausgerollt. Ich hatte nur so 1 bis 1,5 cm, hätte also ruhig einen Tick höher sein können. Mit einem Glas oder ähnlichem werden jetzt die Kreppel ausgestochen. Ich habe 20 Kreppel rausbekommen, allerdings kann das natürlich variieren, je nachdem wie klein oder groß euer Glas ist. Der Überschuss wird immer wieder neu geknetet, wie bei Plätzchen auch, und immer wieder neu ausgestochen. Die Kreppel habe ich mir dann auf zwei Backbleche verteilt, die mit Backpapier ausgelegt waren und abgedeckt, circa 30 Minuten lang. Nun wird frittiert. Ich habe mir das Sonnenblumenöl hier schon heiß gemacht. Tunkt mal so einen Holzstiel rein und wenn es anfängt zu blubbern, ist das Öl heiß genug und dann auf mittlere Stufe runterschalten. Die Kreppel werden jetzt vorsichtig auf einen Schöpflöffel gelegt. Bitte nicht anfassen, sonst macht ihr euch die Luft da wieder raus. Und dann werden sie frittiert und zwar von beiden Seiten für circa 1 bis 2 Minuten lang. Aber da kommt ein Deckel drauf. So gehen sie nämlich richtig schön auf und bekommen später auch den weißen Rand. Wenn ihr die Kreppel dann rausnimmt, dann bitte auf Küchenpapier, damit das überschüssige Fett aufgesogen wird. Für die Füllung brauchen wir Mascarpone, gezuckerte Kondensmilch, gehackte Mandeln und Vanillepaste. Das Rezept zu meiner Vanillepaste verlinke ich euch mal unten in die Infobox. Jetzt werden Mascarpone, gezuckerte Kondensmilch und Vanillepaste erstmal richtig glatt gerührt. Übrigens würde ich mich über euer Abo, Kommentare und einen Daumen hoch freuen. Dann kommen die gehackten Mandeln hinzu und fertig ist die Füllung. Die Kreppel sollten inzwischen schön abgekühlt sein und jetzt brauchen wir so ein Stäbchen oder irgendwie sowas in der Art. Damit stechen wir in die Kreppel rein und höhlen sie bis zur Mitte hin etwas aus. Dann wird die Füllung hineingespritzt.
Nun wird dekoriert. Wir brauchen weiße Schokolade. Die Kreppel werden in die weiße Schokolade getunkt, aber nur von der einen Seite. Nun benötigen wir Kokosraspeln. Die Kreppel werden jetzt in die Kokosraspeln hineingetunkt. Aber ganz wichtig, die weiße Schokolade, die sollte noch feucht sein. Ansonsten haften die Kokosraspeln nämlich nicht dran. So, fertig sind die Kreppel und ich zeige euch jetzt noch, wie sie von innen aussehen. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Schickt mir gerne eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Jetzt viel Spaß dabei und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!